Allererstens mal der Weg hier oben. Hätte ich jetzt das, den Schalter umgelegt, könnte ich hier nicht durch. So. Zweitens, würde ich den Schalter weiter hinten umlegen, könnte ich hier nicht durch. Was heißt, ich müsste gleich irgendwo dann den Schalter umlegen und dann den ganzen Weg zurücklaufen, ohne über dieses Schalter zu kommen. Gut, dann mal viel Spaß beim Weg suchen, ne? Ach, gehen wir doch aus dem Weg. Ja. Es kann so schwer sein, einen Weg zu gehen. Das heißt, ich muss jetzt nach links. Mir geht gleich die Magie aus. Das bringt mir jetzt aber auch nicht mehr so viel. Ich brauche einen großen Magiebeutel. Ich will mich mit dem Blauen verschwenden dafür. Komm, 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 komm. Jawohl. Gerade noch hochgehoben. Ich brauche Magie. Schnell, schnell, schnell. So. Ich muss jetzt irgendwie da runter. Also den Untergeschoss nochmal. Den Schalter umlegen. Dann wieder zurücklaufen. So, mal gucken. Ich hoffe, die Tür hinter mir schließt sich jetzt nicht. Gut. Schließt sich nicht. Das heißt, ich kann jetzt jeden Weg, den ich gerade gehe, auch zurückgehen, ohne einen Schalter zu betätigen. Das wird jetzt wehtun. Nicht. Hahaha. Oh, wow, wow. Das ist ein langer Weg. So, hier außen rum. Hier geradeaus weiter. Hier auch geradeaus weiter. Und nach links. Speichern. Hier einfach durchlaufen. Hier keine Magie bekommen. Hier durch. So, war jetzt der Schalter aber links oder oben? Oben, ne? Meine schon. Jetzt verstehe ich auch, wofür der da ist. Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Aha. Ja, lass mich in Ruhe. So, hier wollte ich hin. So, dann muss ich hier lang. Hier rein. Dann kannst du hier wieder zurücklaufen. Den ganzen, also den, auch dann genau denselben Weg wieder zurücklaufen, mit dem ich gerade gekommen bin. Wow, das dauert echt lange hier. Aber das Spiel gefällt mir trotzdem. Vor allem genau dann immer, wenn ich weiterkomme. Was man gerade bei Naboru nicht sagen kann. Und bei Impa wurde mir gesagt, ich soll mir den Dungeon erst fürs Ende aufheben. Nachdem ich alles andere erstmal habe, okay. Dann werde ich halt beim nächsten Mal versuchen, Naboru. Also ich werde heute erstmal nur Sarias Garden zu Ende machen. Auf einige Tipps von euch hoffen, die mir dann sagen, ja, bei Naborus Höhle, Loch, musst du da und da so und so runterspringen. In dem Muster, nachdem du das Würmchen da besiegt hast. Und dann landest du ganz urplötzlich bei dem Oberboss des Dungeons und dann musst du ihn noch töten und dann kriegst du die Nachricht. Also irgendwie sowas. Oder einfach nur sagen, du musst dahin. Reicht. Au. Komm, 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 komm. Guck mal, das Ding hier unten ist ganz friedlich. Das greift mich nicht an, aber nur... Ich sollte aufhören zu reden. Jedes Mal, wenn ich sage, der und der tut es nicht, dann tut es plötzlich. Wow. Ah, Magie. Ah, Schmerzen. Ah, noch mehr Feuerbälle. Die mir noch mehr Schmerzen zufügen. Ja, das war zu viel. Aha. So, jetzt muss ich hier nach oben. Ich wollte eigentlich nicht mit meinem Unbesiegbarkeit-Ding töten, aber... Wait. So. Schmeiß weg. Jetzt drauf. Und hoch. Hahaha. Ich mag meinen Sommarierstab. So, jetzt muss ich dann noch hoch, nach links und dann kann ich weiter. Das hat aber auch lang genug gedauert. Aber das finde ich eigentlich recht gut. Also der Dungeon, der fordert wirklich, dass man den ganzen Weg nochmal bis zum Anfang läuft. Nur um einen Schalter umzulegen und dann auf den kompliziertesten Wege dann wieder zurückzulaufen. Nur um hier weiterzukommen. Ich scheine nämlich viele Bomben zu brauchen.
Ja, Magie, das ist gut. Ja, auf Herzen kann ich gerade verzichten. So, was haben wir hier? Das war fies. Das war noch fieser. Durch! Oh, hi. Danke, du hast mein Leben gerettet. Bitte nimm mich raus. Ach, okay. Aber jetzt weiß ich nicht, welcher Raum ist denn hier genau unter mir. Wir wissen ja, wer hier als Boss rauskommt, ne? Moment, Test. Es klappt. Hätte ich nicht gedacht. Na? Zu hell! Ja, ja, komm her, Blind. Ich will kurz gucken, wo komme ich hier raus? Irgendwie sehe ich nichts. Was war das? Moment, das will ich jetzt hören. Ja? Springen? Habe ich gerade das Spiel gehackt, oder wie? Kaputt gemacht. Ich habe Angst, ich will das nicht! Wie gingst du nochmal? Du musst einfach nur deinen Kopf hauen, ne? Genau. Dann läufst du Amok. Ich könnte jetzt einfach mein blaues Elixier einsetzen, aber ich will nicht. Ich kann ich nicht angreifen, ich muss warten, bis das andere Vieh wieder auftaucht. Das ist wenigstens mal kein so billiger Boss wie die anderen. So. Ja, okay, mit dem Sumarierstab ist jeder Boss eigentlich billig. Aber wenn die ihn schon in dem Spiel einbauen, dann benutze ich ihn ja natürlich auch. Wäre ja dumm, ihn nicht zu benutzen, wenn man... Also man kriegt hier eine Waffe in die Hand gesteckt und meint, nö, ich benutze die nicht. So, damit hätten wir den 5. Kristall. Wuhu! Und also gleich auch den 5. Tipp. Also mir fehlen nur noch Nummer 3, Nummer 5 und Nummer 6. Wollen wir nochmal gucken, was der denn so ist. Ja. Dies ist eine Aufnahme gemacht bei mir. Ich habe sie als... Ich habe vergessen, was Backup heißt. Zur Sicherheit habe ich es aufgenommen, was ich über den Parallelturm weiß. Wir hatten einen Plan. Wir dürften nichts über unsere Tipps sagen, nicht mal unseren Freunden. Wir müssen still um den Tower. Müssen still herumlaufen, nachdem wir den Parallelturm betreten. Wir müssen uns vor Freunden, vor Menschen verstecken. Gastgeber? Host? Hostile? Weiß nicht. Oder Freund. Ich weiß nicht, was Hostile heißt. Wir müssen die Kraft kriegen, sie benutzen und dann zurückkommen. Wir können es sogar noch nicht mal zurückschaffen. Wobei wir da selbst sterben. Ich weiß nicht, was zu erwarten ist. Ich habe Angst. So wie jede normale Person wäre, so. Aha, mein Typ Nummer 5 ist 3 Gegenwart und 3 in jeder Welt. Okay. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber... Und 3 in jeder Welt. Es gibt doch nur 2 Welten. Also 3 in der Gegenwart und 3 in der Vergangenheit dann, oder wie? Ja, das ist das Ende. Replay the message? No. Good luck. Jo. Also die Nachricht habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden. Keine Ahnung. Jo, save and quit. Und zurück. Ach, jedes Mal, wenn ich starte, ist es immer 10 Uhr morgens. Das finde ich schön. Na gut. Dann würde ich sagen, hier mache ich jetzt mal Schluss. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich aufgenommen habe. Ich schätze mal etwas mehr als eine Stunde oder anderthalb Stunden, so irgendwas um den Dreh. Jedenfalls habe ich jetzt einen neuen Dungeon gefunden, ihn komplett erforscht, außer dem Boss, und dafür und wieder einen anderen beendet. Aber irgendwie läuft es immer so drauf hinaus, dass ich einen neuen finde, nicht weiterkomme und dann in den anderen zurückgehe und ihn dort schaffe. Ja, wie auch immer. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.